Mit unserem Sender haben wir genau im Zentrum Zwickaus mit Blick auf den Hauptmarkt einen exponierten Standort. Ob zum Stadtfest oder beim Weihnachtsmarkt, wir sind immer nah dran. Aber auch wenn plötzlich mal vor der Haustüre was passiert, wir bekommen es mit, so wie am gestrigen Mittwochnachmittag. Als wir kurz nach 14 Uhr aus dem Fenster geschaut haben, standen da ein Pavillon und ein Traktor. Wir haben nachgefragt. Ich bin der Leute Christian und wir haben uns dazu entschlossen, die Bürger in der Stadt mal aufzuklären zum Thema Landwirtschaft, Handwerk, Pflegedienst, Transportbranche, Gastronomie etc. Und wir wollen einfach von den Protestveranstaltungen mal ein bisschen wegkommen und einfach mal die Leute auf unsere Seite so ziehen, weil ich bin der Meinung und auch viele andere, durch die Protestveranstaltungen die Leute blockieren, die Leute behindern, das bringt nichts. Das war am Anfang mal, aber jetzt nicht mehr. Wir sind hier zwar nur in kleiner Runde, aber ihr habt euch, ich würde mal so sagen, schon hochkarätische Leute an die Seite geholt. Ich spreche hier von der Landtagsabgeordneten Kerstin Nikolaus, von der Bürgermeisterin von Kirchberg, Dorothee Obst. Und ich glaube, wir fragen die mal, weshalb sie heute hierher gekommen sind. Genau. Ja, Frau Nikolaus, es ist schon einige Wochen her, da waren wir zusammen in Hartmannsdorf in Ihrer Gemeinde, wo Sie zu Hause sind, bei den Bauern unterwegs. Und Sie haben damals ein klares Statement abgegeben. Die Sache hat ja ein bisschen Lauf aufgenommen. Es sind ja jetzt nicht nur die Bauern, die ihren Unmut kundtun, sondern es ist ja, ich würde mal sagen, fast der ganze Mittelstand. Ja, das ist so. Ich meine, es sind ja unterschiedliche Maßnahmen von der Bundesregierung, sag ich mal, losgetreten worden. Sie sind ja in dem Bundeshaushalt nicht beschlossen, aber das Haushaltsfinanzierungsgesetz ist ja momentan zurückgewiesen worden vom Bundesrat. Deswegen bin ich der Meinung, es lohnt sich in jedem Falle, weiter zu protestieren. Und wir möchten natürlich alle unterstützen, weil jeder irgendwo die Angst hat, geht es mit meinem Unternehmen überhaupt weiter oder kann ich weiter existieren. Ne? Und das sind ja auch dann Beschäftigte, Arbeitsplätze und die Leute kann man einfach nicht hängen lassen. Aus Ihrer Position, Sie haben ja schon ein Stück weit Macht, indem Sie im Landtag sitzen. Wie sehen Sie das? Wird sich da was bewegen? Also ich bin der Meinung, es hat sich ja schon was bewegt, indem der Bundesrat eben nicht zugestimmt hat, einzelnen Maßnahmen oder diesem Haushaltsfinanzierungsgesetz. Wir müssen da aber weiter dranbleiben. Wir müssen auch die Menschen wachrütteln draußen. Wir müssen den Menschen mal transportieren, was hier eigentlich passiert. Also es geht jetzt nicht nur um die Bauern, das hat ja der Veranstalter jetzt auch nochmal rübergebracht. Es geht eben auch Dinge, die man gar nicht auf dem Schirm hat, also was die Pflegedienste betrifft, ne? Dass die dann wirklich nicht mehr rumkommen. Also die müssen vier Beschäftigte haben, müssen aber das Tariftreuegesetz einhalten, bekommen aber nicht mehr Entgelt von den Krankenkassen, also von den Pflegekassen. Und dann ist irgendwann ein Ende da. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Wir brauchen viel Pflege. Und wir wollen ja mehr ambulant verlagern, von stationär auf ambulant. Dann müssen wir aber auch den Ambulanten die Möglichkeit geben, dass sie zwar schon mal existieren können. Sie finden dieses Zeichen heute hier, hat er sehr schön gesagt, nicht auf Krawall gebürstet sein, sondern die Leute aufklären, richtig? Ja, das ist das richtige Mittel. Die Proteste waren auch in Ordnung am Anfang, fand ich. Ne? Die Menschen haben auch mitgespielt. So, und jetzt, denke ich mal, müssen wir in die, nicht bloß denke, sondern es ist so, wir müssen jetzt in die Richtung kommen, sag ich mal, dass wir Multiplikatoren sind und praktisch den Menschen aufklären. Wie bereits erwähnt, war auch die Kirchberger Bürgermeisterin gestern mit vor Ort. Das ist richtig. Ich könnte jetzt natürlich mit einem Witz anfangen. Ich bin für jeden Mist zuständig, aber das ist schon eine ernste Lage. Und ich glaube, die Proteste sind das eine, seinem Unmut kundzutun auf demokratischer Ebene, aber da sind Grenzen überschritten worden. Und das ist am Ende wirklich nicht lustig. Der Verband oder der Verein Landschaft Verbindung hat sich sehr, sehr schnell an dem Tag noch bei mir gemeldet, hat sich davon distanziert, hat auch beim Aufräumen mitgeholfen. Und das zeigt ja, dass der Verein festgestellt hat, dass ich nicht gegen die Bauern bin, sondern einfach ein paar Bauchschmerzen mit der Resolution habe. Im Wording, in verschiedenen Positionen, meine Vorrednerin Frau Nikolaus hat es ja schon angesprochen, den Haushalt nicht zu beschließen, würde für uns Kommunen ein enormes Problem bedeuten. Und das kann ich einfach als Bürgermeisterin nicht unterzeichnen. Und als Privatperson gibt es den einen oder anderen Punkt, den ich auch nicht so unterzeichnen kann. Aber am Ende ist es wichtig, dass die Bauern Gehör finden. Und mir ist wichtig, wirklich die direkten und wahren Probleme anzusprechen. Woran können wir arbeiten? Wir, und damit meine ich die Politik. Und ich glaube, egal wer in Regierungsverantwortung ist,
derjenige oder diejenigen müssen Lösungen bringen, müssen konkrete Vorschläge bringen. Das ist ja nur ein kleiner Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, diese Subventionskürzungen, die jetzt angekündigt waren. Über viele, viele Jahre wurden ja die Bauern mehr oder weniger in Überregulierung getrieben. EU-Verordnungen, die in Deutschland dann noch mal strenger geregelt wurden. Ich glaube, das muss ein Ende haben und da muss jeder, der sich heute oder später in der Regierungsverantwortung befindet, einfach Lösungen präsentieren. Dann bleiben wir dran und halten Sie auf dem Laufenden, ob bzw. wie man an anderer Stelle auf die Sorgen und Nöte der Bauern und des Mittelstandes reagieren wird.